Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artefakt. Heute möchte ich mal so ein bisschen über meinen Ersteindruck von diesem Spiel reden. Ich wurde in letzter Zeit nämlich immer häufiger gefragt, was ist meine Meinung zu Artefakt? Wie finde ich dieses Spiel? Gefällt es mir nicht? Und ich habe immer gesagt, ich möchte erst so ein bisschen dieses Spiel oder ich möchte es überhaupt erstmal anspielen. Ich hatte keinen Zugriff zu, sagen wir mal, der Closed Beta. Und von daher möchte ich jetzt, wo ich endlich die Möglichkeit habe, der Artefakt rausgekommen ist gestern, ein bisschen über dieses Spiel reden. Ob es mir gefällt, ob es mir nicht gefällt. Ich werde dabei allerdings wahrscheinlich nur so ein bisschen die Oberfläche ankratzen, so diesen Ersteindruck vom Spiel sagen. Ich sage, was mir relativ gut gefällt, was mir nicht so gut gefällt. Ein paar Dinge werde ich auch schon in den vorherigen Videos so ein bisschen angesprochen haben, aber die werdet ihr vielleicht auch diesmal noch ein bisschen zu hören bekommen. Wo soll ich anfangen? Es ist immer so ein bisschen, erstmal Artefakt ist momentan ziemlich hart in der Kritik, wenn man es ehrlich sagen kann, weil es ist nicht, was heißt Kritik? Artefakt wirkt momentan einfach ziemlich gehasst. So möchte ich es eher ausdrücken. Wenn man sich so diese ganzen Leute anguckt, die jetzt Artefakt spielen, die kriegen momentan eine richtige Hasswelle ab, weil dieses Spiel einfach nicht gut angekommen ist. Teilweise verständlich, teilweise unverständlich. Es ist einfach aber auch, ich weiß nicht, warum Leute so auf Artefakt, warum sie so auf diesem Spiel herumtrampeln, weil es nicht wirklich schön anzusehen ist. Wenn ihr was gegen dieses Spiel habt, ganz ehrlich, dann spielt es einfach nicht. Dann lasst es liegen, dann lasst es ruhen, dann ignoriert ihr es. Es ist nicht das Spiel, was die Leute von Valve erwartet haben. Als Valve mal wieder ein neues Spiel angekündigt hat, war Artefakt nicht ihre erste Wahl. Und es gibt Leute, die momentan dieses Spiel nicht mögen, weil wahrscheinlich ihr geliebter Streamer gesagt hat, er wird jetzt erstmal Artefakt spielen. Und Artefakt ist, weiß Gott, nicht unbedingt das beste Spiel, was man so im Stream beobachten kann. Weil zum Zugucken, bin ich ehrlich, kann es relativ langweilig werden. Aber wenn man es selber spielt, ist es doch relativ gut. Ja, das ist halt so. Artefakt steht momentan wirklich ziemlich im Hass ab. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel nicht mögt, dann lasst es einfach. Wenn euch das Spiel gefällt, dann könnt ihr es ganz gerne mal ausprobieren. Man muss allerdings, bevor man es spielen kann, 20 Euro hinlegen. Das ist halt so, man kriegt diese 20 Euro wieder in Form von Starterdecks, in Form von 10 Kartenpäckchen und in Form von, nee, doch 10 Kartenpäckchen in Form von 5 Event-Tickets kriegt man das ganze Geld so ein bisschen wieder. Also 18 Euro sind es, glaube ich. Aber ja, wenn euch das Spiel nicht juckt, dann fangt es gar nicht erst an. Ich möchte so ein bisschen meinen Ersteindruck vom Spiel sagen, weil es genau immer Leute gibt, die sich jetzt fragen, lohnt es sich 20 Euro oder 18 Euro, sage ich mal, in dieses Spiel reinzustecken, um es mal anzuspielen, auch wenn ich es nicht wirklich mag. Auch wenn es mir vielleicht so vom Aussehen nicht gefällt. Ich möchte fast sagen, ja, wenn euch das Spiel in irgendeiner Form interessiert, 18 Euro sind weiß Gott nicht viel, dann versucht es einfach mal. Versucht, kauft euch das Spiel, versucht es mal aus. Ob es euch gefällt, könnt ihr dann danach noch sehen. Ich muss wirklich sagen, zum Zugucken ist Artefakt wahrscheinlich nicht gerade das spannendste Spiel, aber wenn man es selber spielt, ist es relativ gut. Es ist wirklich sehr leicht zu lernen. Man hat so die Regeln, kann man in 1 bis 2 Minuten erklären. Es ist aber auch wirklich sehr komplex. Es gibt eine Menge Elemente in diesem Spiel, die einen, naja, sag ich mal, überraschen könnten, wenn man nicht wirklich darauf vorbereitet ist. Das fängt viel an mit, wo packe ich meine Helden hin? Das ist so ein bisschen, um welche Reihe will ich jetzt kämpfen? Was habe ich für Helden? Was hat mein Gegner für Helden in dieser Reihe? Weil diese Helden sind halt ausschlaggebend, für welche Zauber ich in dieseren Reihen spielen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Reihe einen blauen Helden habe, dann kann ich in dieser Reihe nur einen blauen Zauber spielen. Wenn ich in dieser Reihe rot und grüne Helden habe, kann ich sowohl rote als auch grüne Zauber spielen. Wenn ich in dieser Reihe allerdings gar keinen Helden habe, dann kann ich gar keinen Zauber, bis auf vielleicht meine Items in dieser Reihe spielen. Und ja, das ist halt so dieses, ich möchte fast sagen, etwas komplexere. Man muss einen Helden in der Reihe haben, um die Zauber der jeweiligen Farbe auszuspielen. Genauso ist es halt auch beim Gegner. Das zählt halt für alles, was diese Kartenfarbe trägt. Man kann so ein bisschen drauf aufpassen, kann gucken, welche Farben hat der Gegner in dieser Reihe, wie viel Mana hat sein Turm noch und so weiter. Und wenn man sich das wirklich jetzt vorstellt, dass man das auf 3 Schlachtfelder immer und immer wieder machen muss, dann, wie möchte ich es sagen? Ich habe am Abend Artefakt gespielt und am Ende des Abends war mein Kopf ziemlich kaputt. Weil man muss wirklich eine Menge in diesem Spiel beachten. Es ist leicht zu lernen, es ist aber auch ziemlich komplex zu meistern, möchte ich fast sagen. Also es ist wirklich ein ziemlich komplexes Kartenspiel, da kann man schon einiges erwarten. Es hat mir in dem Sinne relativ gut gefallen.
weil es nicht einfach so abflacht, sondern ja, der Nachteil ist, oder es ist vielleicht für viele ist das ein Nachteil, für einige ist das kein Nachteil. Ich sag's jetzt einfach so, wie es ist. Artefakt dauert von einer Rundenlänge her relativ lange. Ich hatte bei den ganzen Spielen, die ich gemacht habe, jetzt nicht unbedingt diese Tutorial-Anfangsspiele hier, kein Spiel, welches unter 20 Minuten ging. So die schlechten Spiele gingen unter 20 Minuten, die guten Spiele ging so an die 40, wenn nicht fast bis zu einer Stunde. Ne? Das heißt, da ist es halt wirklich so, dieses Spiel kann relativ lange gehen. Wenn man irgendwann einen Fehler gemacht hat, kann einem das dieses ganze Spiel kosten, was besonders harsch ist bei so einem 40-Minuten-Spiel. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, ich stecke 40 Minuten in ein Spiel, ich sage jetzt eher mal so, ich sag mal so 30 Minuten, weil 40 ist doch schon etwas sehr hart, ne? Da musste ich auch nochmal ein paar Karteneffekte durchlegen. Also ich sag mal 30. Wenn ich 30 Minuten in so ein Spiel reinstecke und ich verliere, weil ich einen sehr groben Fehler mache, weil ich irgendwas nicht beachtet habe und weil der Gegner dann einen sehr starken Zauber auf der Hand hatte, ne, und ich konnte den nicht verhindern, dann kann es leicht zu Frusteffekten kommen, aber die meisten Frusteffekte bügeln sich aus, weil man hatte ja selber so die Möglichkeit, da so ein bisschen zu interagieren, in den meisten Fällen. Man hatte so ein bisschen die Möglichkeit, da selber vorzuwirken, so ein bisschen vorauszuplanen. Einfach so diese ganze Einsatzphase, in welche Reihe packe ich jetzt meinen Helden, wo schiebe ich den hin, führt halt dazu, wie dieses Spiel ist. Möchte ich meinen Helden wirklich in eine Reihe schieben, wo ich ihn vielleicht brauche, wo er dringend gebraucht wird, möchte ich ihn in eine Reihe schieben, weil ich dann einen Zauber wirken kann und so weiter. Also da ist wirklich eine Menge Komplexität in diesem Spiel vorhanden und auch wirklich gute Komplexität. Nachteil in diesem Spiel ist allerdings, der Zufallsfaktor. Dieses Spiel hat auch eine Menge RNG. Und das ist wirklich etwas, RNG in Artefakt kann sehr frustrierend sein, weil, naja, er kann einen sehr nach hinten losbügeln. Bin ich ganz ehrlich. Was haben wir für RNG-Faktoren? Erstmal die Starthand möchte ich es so gut nennen. Ne? Unser Deck besteht natürlich aus mehreren Karten. Es gibt Karten, die haben einen besonders starken Effekt, wenn man sie relativ früh ausspielt. Das Problem ist halt, wir haben im Vergleich wie zu vielen anderen Kartenspielen nicht die Möglichkeit, unsere Starthand nochmal irgendwie zurück ins Deck zu legen, sondern unsere Starthand ist wirklich fest. Wir können sie nicht ändern, wir können nicht Karten nachziehen. Wenn wir also nicht die Karten haben, die wir wirklich am Anfang brauchen, dann haben wir vielleicht einen relativ großen Nachteil, wenn wir die erst relativ spät ziehen. Und mit den Karten, die wir brauchen, ist gemeint, dass wir vielleicht unsere Low-Cost-Karten für den Anfang auf der Hand haben. Das ist sehr unwahrscheinlich in den meisten Fällen. Das heißt, da ist erstmal so ein kleiner, schlimmerer RNG-Faktor als bei anderen Kartenspielen. Was auch drin ist, ist bei dieser Einsatzphase, man hat es ja schon gesehen, kann man immer, wenn man einen Helden bereitstehen hat, den Helden zuweisen. Man kriegt während dieser Einsatzphase aber auch immer zwei Creeps. Diese Creeps können in einem zufälligen Schlachtfeld spawnen. Das heißt, wenn ich Glück habe, spawnen die Creeps in dem Feld, wo ich sie brauche. Wenn ich Pech habe, spawnen die Creeps in einem Feld, was vielleicht schon aufgegeben wurde von mir und dem Gegner. Das heißt, dann habe ich da in diesem Feld zwei Creeps drin, die ich absolut nicht brauche, während mein Gegner zwei weitere Karten in einer Reihe kriegt, wo er mich gerade unter Druck setzt. Und das ist halt so, ich möchte sagen, eher ein schlechtes RNG, ne? Diesen Creep-Spawn kann man nicht wirklich beeinflussen. Es gibt natürlich noch Karten, mit denen man sich selber Creeps holen kann, mit denen man sich selber Creeps beschwören kann. Aber so alles in allem, wenn die Creeps in der falschen Reihe spawnen, spawnen sie in der falschen Reihe. Und das ist halt auch so, was auch ein bisschen zu Frust führen kann, wenn ich jetzt 30 Minuten spiele und ich kriege einen Creep-Spawn in einer Reihe, wo ich nicht wirklich brauche und ich verliere deswegen das Spiel, was passieren könnte, dann ist das natürlich sehr, sehr unschön. Aber diesen Creep-Spawn kann man wirklich ausbügeln, indem man sich so seine Reihen zurechtlegt, indem man plant, wo spiele ich meinen Helden hin. Und ja, das ist es halt, ne? Das ist so ein bisschen das RNG. Was auch noch ein bisschen RNG ist, sind so die Pfeile. Da, wo keine gegnerische Einheit liegt, zur Einsatzphase. Das heißt, da werden Pfeile hingelegt und diese Pfeile bestimmen eigentlich nur im Groben und Ganzen den Angriffsweg der Karte selbst. Das heißt, wenn die Karte oder wenn der Pfeil nach links oder rechts geht, dann greift der Held oder die Karte eine Einheit irgendwas, greift dann halt nach links an. Das heißt, sie können quer angreifen. Das heißt, nicht alle Karten werden vielleicht den Turm angreifen. Das ist auch noch so ein bisschen RNG, aber ja, das ist nicht wirklich schlimm, wie gesagt. Dieses ganze RNG kann man allerdings ausbügeln. Dadurch, dass man halt wirklich aufpasst, dadurch, dass man halt wirklich
das spielt, was man, oder dass man die Helden wirklich in die Reihe legt, wo man sie wirklich braucht, dass man die Helden vielleicht umpositionieren kann mit Zaubern und allem Möglichen. Dieses ganze RNG kann man so ein bisschen aufhalten, indem man vorausplant, indem man so ein bisschen umdenkt. Es gibt trotzdem Sachen, die kann man nicht wirklich beeinflussen. Die können schlecht sein. Man kann deswegen vielleicht mal ein Spiel verlieren, was sehr frustrierend sein kann, wenn man wirklich sehr großes Pech hat. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass man durch spielerische Leistung dieses Ding wieder ausbügeln kann. Zum Spiel selber. Und da haben sie wirklich ein bisschen was verbessert. Ich habe ja so ein bisschen gemäkelt, schon in anderen Videos, dass Artefakt, nicht für Casual-Spieler geeignet war. Ich glaube auch immer noch, dass Artefakt vielleicht für Casual-Spieler nicht unbedingt das beste Kartenspiel ist, einfach weil man nicht die Möglichkeit hat, hier Karten nachzubekommen, ohne echtes Geld auszugeben. Das heißt, man will, wenn man das Spiel spielt und man will neue Karten, muss man echtes Geld ausgeben. Entweder man holt sich diese Karten durch Booster oder man holt sich diese Karten einfach nur in dem Verkauf, in dem Steam-Store, wo Karten angeboten werden. Es gibt allerdings Karten, die kosten jetzt schon an die 20 Euro. Das heißt, die guten Karten, da muss man schon 20 Euro hinlegen. Das sind 10 Kartenpäckchen. Ne? Das ist relativ teuer. Für eine Karte 20 Euro ist nicht wirklich gerade angenehm, wenn man ganz ehrlich sein kann. Aber ja, man muss in diesem Spiel echt ein Geld, wenn man diese Karten haben will, muss man in diesem Spiel echtes Geld hinlegen. Wir haben jetzt allerdings im Casual-Modus die Option bekommen auf dem Phantom Draft. Das ist sowas wie Arena. Das heißt, da kriegen wir Kartenpäckchen. Diese Kartenpäckchen werden aufgemacht. Aus diesen Kartenpäckchen machen wir dann unser Deck. Das heißt, wir können uns immer eine Karte aussuchen, gehen wir dieses Päckchen dann weiter, kriegen ein anderes Päckchen, dass wir halt nicht die besten Karten aus diesem Päckchen nehmen können. Und dadurch können wir halt auch spielen. Das heißt, es gibt Spielmodi, wo man gar keine Kollektion braucht. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen casual-freundlicher gemacht. Wir haben einen Turniermodus. Im Vergleich zu jedem anderen Kartenspiel, was ich bis jetzt gespielt habe, haben wir den Turniermodus, wo man dann mit Leuten spielen kann, was mir auch relativ gut gefällt. Die Leute müssen dann natürlich auf der Steam-Freundesliste sein. Aber ja, das ist nicht wirklich was Schlimmes. Das gefällt mir auch relativ gut. Wenn man allerdings competitive in diesem Spiel spielen will, wie schon immer, die Warnung, man muss dafür echtes Geld hinlegen. Ein Spiel im Competitive-Modus kostet ein Event-Ticket. Dieses Spiel oder diese Fehde, möchte ich mal eher sagen, dauert aber wahrscheinlich so, naja, sie ist minimal 2 Spiele, was bei einer Spiellänge von 30 Minuten natürlich schon eine Stunde heißt, kann aber auch bis zu 6 Spielen hochgehen. Also wir können vielleicht ein Spiel verlieren und 5 gewinnen. 5 gewinnen hat man, ist diese Fehde vorbei. 2 verlieren ist diese Fehde vorbei. So diese Mini-Arenen, sage ich mal, die Fäden. Da hat man aber trotzdem was für sein Geld. Trotzdem, wenn ich die ganze Zeit competitive spielen will, brauche ich halt diese Event-Tickets und die kosten immer 1 Euro pro Event-Ticket. Oder man macht sie sich halt durch echte Karten. Da muss ich 20 Karten halt für einen Event-Ticket preisgeben, aber diese Kartenpäckchen kosten ja auch. Das ist halt so dieser Nachteil. Lohnt sich das Spiel? Ich würde sagen, für 20 Euro kann man ganz gerne mal reinschnuppern. Man kann es ganz gerne spielen. Ich würde sagen, für 20 Euro macht man nichts falsch. Wenn man es wirklich competitive spielen will, wenn man es wirklich drauf anlegen will und sagen, ich will der Allerbeste sein, dann weiß ich aber nicht, ob dieses Spiel wirklich für Casuals geeignet ist. Ne? Auch durch diese längere Spiellänge möchte ich fast sagen, wenn ihr vielleicht nur 30 Minuten Kartenspiele oder so am Tag spielen könnt oder so, dann ist vielleicht Artefakt nicht das richtige Spiel für euch. Ich würde es trotzdem mal ausprobieren, weil es ist ein ziemlich gutes Kartenspiel. Aber ja, das war es am Anfang so ein bisschen mit dieser Sneak Preview. Mein Ersteindruck, ich werde in 2 Wochen nochmal eine längere Video machen und werde sagen, wie mir das Spiel dann gefällt. Bis dahin, haut rein und ciao. What's this?